Der Zauber dieser frühen Bilder ist, wenn man sie von nahem sieht, ganz schnell erkennbar. Sie sehen aus wie silberne Spiegel. Sie sind merkwürdig, mysteriös, nicht aus jedem Winkel zu sehen. Und sie sind immer Unikate. Das ist das sehr Besondere. Und sie haben eben aus diesem Grunde, weil sie Unikate sind, eine Aura. So empfinde ich das, so empfinden das viele. Und das ist ein Unterschied, weil es seltene Objekte sind, im Gegensatz zur heutigen Massenfotografie. Diese Ausstellung versucht, einen kulturhistorischen Epochenwandel zu beschreiben, der mit der Erfindung der Fotografie in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts begann. Ein Thema, das über viele Jahrhunderte die Leute interessierte, nämlich wie kann man Bilder der Camera Obscura festhalten. Man wusste, wie die Camera Obscura funktioniert, ein schwarzer Kasten, in dem sich Bilder darstellen. Aber wie kann man das festhalten? Das ist das zentrale Thema dieser Ausstellung, aber sie zeigt eben auch Objekte, die viel älter sind, sehr facettenreich, sehr vielfältig. Ja, ich habe ein Lieblingsausstellungsstück. Und das ist sogar sehr präsent in der Ausstellung, weil es nämlich sowohl das Plakat als auch den Ausstellungskatalog auf der Titelseite ziert. Es ist eine Daguerreotypie eines begeisterten frühen Fotografen, Amateurs. Und es zeigt ihn mit seiner kleinen Tochter Luise. Und auf der Rückseite dieser Daguerreotypie, die in der Ausstellung ist, steht Ich und mein Luischen, 1851. Der Besucher nimmt vielleicht mit, dass es eine aufregende Entdeckungsgeschichte gegeben hat, bevor jemand tatsächlich eine fotografische Technik entdeckt hat. Dass es Vorgeschichten gab, eine große Neugierde auf Bilder, die Aufklärung dafür sorgte, dass die Leute eben tatsächlich an ihrem eigenen Porträt interessiert waren, was vorher nur dem Adel oder dem Klerus zur Verfügung stand. Das erkennen die Leute, die heute sich solche Bilder anschauen, schon ziemlich schnell, dass optische Spielereien plötzlich in Mode kamen, dass man einfach neugierig auf Bilder war, neue Bilder wollte. Und ich glaube, das ist eine schöne Erfahrung, vor allem weil die Ausstellung an einigen Teilen auch durchaus spielerisch ist. Es gibt Objekte, die sich erschließen, indem man hineinschaut. Sie haben hier in diesem Raum zum Beispiel Stereodaguerreotypien. Da gibt es kleine Linsen, mit denen Sie vor die Bilder treten können und Sie sehen diese Bilder dreidimensional. Nicht nur Avatar und die 3D-Bilder und Filme der heutigen Zeit, das ist schon vor 150 Jahren erfunden worden. Und das können Sie in dieser Ausstellung erleben und ich glaube, die Leute, die nach Hause gehen, werden sagen, Mensch, was war das interessant.